Hey. Na? Ihr habt gerade gar nichts gehört. Wie das Sound. Lol, was? Alter. Wow. Ich bin begeistert. Okay, hatte die erste Zeit kurz keinen Sound. Nice. Gut, dass mir das aufgefallen ist. Rechtzeitig. Und wir haben echt gut was an Items mitgenommen, ne? Außer an Essen und Trinken. Heilige Scheiße. Das ist gut. Okay. Ich sitze hier echt kacke gerade irgendwie. So. Okay, willkommen zurück zu 60 Seconds, ja. Nice, ne? Wow. Wieso passiert mir das denn ständig? Das irgendwie, weiß ich nicht. Wieso passiert mir das ständig? Wir nutzen die Axt. Sound. Tag 3. Ach, Mann, komm schon. Ich krieg's nie hin, meinen Sound richtig anzupassen. Das ist ja unglaublich schlimm, ey. Wow. Wow. Gut, Tag 4. Irgendwann werde ich auch mal gecuttetes 60 Seconds bringen. Glaube ich. Sollen wir aufmachen? Klar! Haben wir was bekommen? Essen, glaube ich, oder? Wow. Okay, nein, haben wir nicht. Oh Mann, okay. Obwohl, ich weiß nicht, ob gecuttete 60 Seconds so nötig ist, weil wir skippen hier so gesehen sowieso durch. Hauptsächlich. Jay braucht Essen. Nee, nee. Okay, nur Mary Jane braucht Essen, alles klar. Ist nicht lustig. Nein, wir essen keine verschimmelten Pilze. What the fuck? Wie kommt ihr denn auf sowas? Wow! Oh. Essen und trinken! Oh. Geil! Oh. Schön! Oh, ist das so? Oh! Ist das so? Oh. Schön! Wow! Alter! Wow! Wir schicken Mary Jane raus. Obwohl, nein. Timmy. Mit der Gasmaske. Alter, Dolores, du hast... Wow. Ich bin ja begeistert von dir. Heilig. Wow. Schon krass. Okay, wir können noch einen Tag warten mit Trinken. Dolores wird immer noch essen. Ey, was ist denn mit dir? Heute ist gewesen. Oh ja. Mann, irgendwie sitze ich hier dumm. Gerade. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Was haben wir bekommen? Essen? Ja, Essen, okay. Gut, alle kriegen Trinken. Ja, wir nutzen das Radio. Kaputt, 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 komm. Nein, es ist nicht kaputt. Shorty! Bim, 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 alles gut mit den Leutchens, okay. Nö? Wir können Dolores leider nicht helfen. Nein, es tut mir leid, geht nicht. Leider, leider. Wir haben noch mehr Essen und Trinken. Dolores wird verrückt. Langsam. Kann das mal jetzt langsam kaputt gehen? Alter. Alter. Etwas Nahrung. Schön hungrig. Ja. Okay, Timmy und Mary Jane brauchen Essen. Mary Jane geht raus. Zum Telefon. Ja. Klingt nach einem guten Plan. Es waren die Zwillinge. Alles klar. Ist das schön? Das ist ja schön. Aha. Mary Jane ist hungrig. Timmy ist auch hungrig. Und Ted ist auch hungrig. Okay. Wir starten eine Expedition mit Mary Jane gleich. Ja, wir müssen die Gasmaske immer noch kaputt kriegen. Also es kommt gleich irgendwie ein Erdbeben. Timmy braucht immer noch Essen. Dolores braucht auch Essen. Okay, Dolores und Timmy. Mary Jane geht raus mit der Gasmaske. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Genau, alle kriegen Trinken. Und wir spielen... Wir spielen um zwei Wasserflaschen. Bekommen wir was dazu oder haben wir verloren?
Ja, wir haben welche bekommen. Nice. Schön. Mm-mm. Alles gut, okay. Dolores ist schon mal verrückt. Das ist schon mal sehr gut eigentlich. Wir konzentrieren uns jetzt auf das Madhouse und das Danger Zone Achievement. Also auf beide. Mhm. Ich glaube, die kann man ganz gut zusammen machen. Weil das eine hält man, oder hält einen nicht von dem anderen ab. Ja, das Madhouse Achievement zu bekommen unterstützt sogar noch beim Danger Zone Achievement. Weil Tedder zum Beispiel die Karte kaputt macht oder. Rochen. Oh, schade, Mary Jane ist nicht da. Mann. Es gibt auch, wie es aussieht, irgendwie andere Möglichkeiten, dass Mary Jane mutiert. Ja, sie ist kaputt. Nice. Also mehrere Möglichkeiten, dass Mary Jane mutieren kann. Was ziemlich cool ist. Einen Koffer haben wir auch noch mitbekommen. Schön. Mary Jane ist hungrig. Timmy ist hungrig. Okay, Mary Jane und Timmy kriegen was zu essen. Oh yeah, Ted geht raus. Nee. Die müssen wir jetzt nicht ausrauben. Die müssen wir nicht ausrauben. Dim, 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 dim. Essen für Mary Jane und für alle anderen Wasser. Und Ted braucht auch Essen, okay. Gut, Ted geht raus mit der Taschenlampe. Taschenlampe kriege ich irgendwie am schwersten kaputt. Ich weiß, ich schicke ihn gerade ohne irgendwas raus. Dolores hat sich erholt und ist immer noch verrückt. Dolores braucht Essen, genauso wie Mary Jane, okay. Kriegen sie. Wir hören Radio. Es ist nicht kaputt, schade. Manu. Manu. Gut. Oh doch, es ist kaputt gegangen. Dolores hat es kaputt gemacht. Ah, schön. Sehr, sehr schön. Okay. Taschenlampe und Karte. Das ist das Schwerste. Das ist das Schwerste. Alle haben Durst, ja. Ist okay. Und wir tauschen nichts. Nö. Nö, 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 nö. Auf keinsten. Niemals. Voll nicht, ey. Genau, trinken. Alle brauchen trinken. Wäre super, wenn Ted am nächsten Tag wiederkommt. Also jetzt. Schade. Hätte ja klappen können, ne? Hätte ja klappen können. Mary Jane kippt die ganze Zeit um. Ja, sie kriegen jetzt trinken. Brauchen die irgendwie Essen oder so? Nee, ne? Nee, kein Essen. Und wir könnten irgendwas eintauschen. Aber machen wir nicht. Das machen wir nicht, nee. Nee, nee. Brauchen wir nicht. Ted ist krank und hat die Taschenlampe nicht wiedergebracht, nicht kaputt gemacht. Aber eine Suppe und zwei Flaschen Wasser wiederbekommen. Okay, Timmy ist sehr hungrig, okay. Hunger. Hunger und krank. Zack, zack, zack. Ted kriegt jetzt auch schon mal trinken. Und Timmy geht mit zu der Schwillingsschwester, ja, Schwillingsschwester. Mit den Schwillingen. Mit zu den Zwillingen. So. Super. Hungrig, 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 hungrig? Alle sind hungrig, okay. Wir schicken gleich Timmy raus. Nö. Wir haben genug Vorräte. Wir haben so viel, Alter. Uns fehlt nur Munition. Und ein Brettspiel. Dann hätten wir alles. Okay, die Sachen sind kaputt, aber es zählt für mich mit, als wir hätten alles. Timmy braucht Essen und Ted braucht Essen. Okay. Und Timmy geht jetzt raus mit der Taschenlampe. Mann, mach sie kaputt, Timmy. Mach mich stolz. Dim, 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 dim. Ja, Hunger immer noch. Alter, Ted. Du hast aber krass Hunger, ey. Holy shit. Tag 30. Jetzt kriegen alle wieder trinken. Genau. Dolores ist nicht mehr verrückt, fällt mir gerade auf.
Okay. Warum? Nee, machen wir nicht. Definitiv nicht. Dim 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 dim. Okay, alles gut. Vermuten und belüften vielleicht ist Wackelkontakt. Wir müssen nachgehen, sonst versticken wir womöglich. Wir nutzen das Buch. Scheiße, Ted ist krank, okay. Wir bräuchten ein neues Medikit. Das wäre recht geil. Und ich glaube, das Gefühl, Timmy kommt nicht zurück. Irgendwie. Ja. Nein. Das ist, glaube ich, auch eins dieser Events, dass Mary Jane mutieren könnte. Timmy ist krank. Hat die Taschenlampe aber kaputt gemacht. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Oh. Taschenlampe ist kaputt. Braucht Trinken an einem Tag noch. Also am nächsten Tag. Timmy braucht Essen. Okay. Ja, wir schicken jetzt, glaube ich, erstmal keinen mehr raus. Oh. Wir retten das Buch. Das Buch muss ja nicht kaputt gehen. Wir müssen die Karte noch irgendwie kaputt kriegen. Wie war das? Ah, ich glaube, das war... Überschwemmung oder so, ne? Ich glaube, ein Überschwemmungsevent war das. Wir müssen das Trinken suchen. Und zwar schnell. Ja, alle brauchen Trinken. Timmy braucht noch Essen und Ted auch, okay. Wir schicken jetzt Mary Jane gleich raus. Wir bräuchten noch ein neues Medikit, damit wir Ted oder so noch heilen können. Wäre ganz geil. Timmy ist immer noch hungrig. Okay. Mary Jane geht raus mit der Karte, bitte. Das wäre sehr schön, genau. Dann müssen wir noch die Waffe kaputt kriegen, wenn sie jetzt eine kaputte Karte mitbringt. Das wäre super geil. Timmy hat immer noch Hunger, Alter. Wie viel Hunger hat er denn? Ja, wir helfen den Geschwistern. Können wir machen. Din, 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 din. Wie wäre es mit etwas Wasser für Timmy? Ja, in 2 Tagen. 2 Tagen kriegt ihr das. Nein, wir gucken die Fotos nicht an. Schade, keiner wird verrückt. Schade. Ja, Trinken kriegen sie gleich. Dolores hat Hunger. Kriegst du halt was zu essen, Dolores? Kriegst du halt was zu essen? Ted hat Langeweile. Und ist krank. Okay, ach, Ted hat sich ausgeholt, alles klar. Jede Zertretene, wir müssen etwas dagegen unternehmen. Wir nutzen mal die Waffe, damit wir die kaputt haben. Sie geht nicht kaputt. Dein Ernst? Mann! Aber wir haben keine Munition mehr, ne? Doch, haben wir auch noch. Hä? Okay. Hat sich noch nicht von seiner Krankheit erholt. Ja, ich weiß. Okay. Kaputte Waffe? Kommt Mary Jane gleich mal wieder, Alter? Timmy ist sehr blass, ja. Jetzt Magen knurrt. Was haben wir denn in die Ferne? War Tieraugen. Nee, da können wir leider nichts machen. Scheiße, Alter. Ich habe das Gefühl, Mary Jane kommt nicht wieder. Nein, und wir haben keine Karte mehr. Oh, ist nicht dein Ernst. Timmy spricht... sagt mir nein. Wir lassen ihn nicht raus. Oh.
wir haben keine Karte mehr. Ist das dein Ernst? Hungrig. Ja, kriegt am nächsten Tag trinken. Alle. Oh Mann. Ja, Dolores darf nicht mehr krank werden, sonst haben wir keine Chance, es zu überleben. Oh, die anderen beiden sind auch wieder gesund. Oh, schön. Das ist super, das ist sehr gut. Die werden Hochmann gebrauchen, genau. Alle kriegen was zu trinken und Dolores noch essen. Ich glaube, wir schicken wen raus gleich. Wir nutzen das Schloss. Wir müssen gleich wen rausschicken. Ist brav. Die Frage ist, wie lange? Mhm. Apropos, Leute. Wir geben nichts mit raus, oder? Oder doch die Axt, ich glaube, damit sie sich verteidigen kann. Wenn wir Leute mit Sachen rausschicken, dann hat das schon einen Sinn, einen Zweck. Und zwar zum Beispiel das Schloss. Wenn wir jemanden mit dem Schloss rausschicken, dann kann er von draußen alles verriegeln. Also dann so gesehen. Und dann kommt er, bis er wieder da ist, keiner mehr im Bunker. Irgendwie so war das. Oder irgendwie, ach keine Ahnung. Ich glaube sowas, zum Beispiel das Schloss oder mit der Waffe hat er eine größere Chance, irgendwie Essen zu bekommen, keine Ahnung. Ich weiß, so habe ich irgendwie in einem Video gesehen, beziehungsweise in den Kommentaren gelesen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es klingt schon logisch. Heute besuchten uns die Geschwister. Ja! Nice! Okay, wir können gerettet werden schon mal. Das müssen wir auch eh für das Achievement, dass wir alles auf der Bomber schaffen. Aber, okay. Komm, ich hoffe, Dolores kommt wieder zurück. War das Ted, der Hunger hat? Ja, ne? Ja, gut. Scheiße, jetzt werden sie Timmy holen, ne? Shit. Ja, mal, ich hätte die Axt nicht mitgeben sollen, Alter. Scheiße. Scheiße. Das ist nicht gut. Das ist gerade alles nicht gut. Vielleicht kommen nämlich wieder welche. Aber wir hätten nur gegen eine Taschenlampe eintauschen können, zum Glück. Okay, ich dachte schon, ich habe irgendwas Wichtiges gerade weggeklickt, aber habe ich nicht. Mhm. Dolores wird, wie es aussieht, nicht wiederkommen. Ende. Ey, wir haben aber auch ein Pech, ne? Wir haben auch ein Pech. Oh Mann. Ach, Dolores wurde auch gefangen. TMSIDN, was? Okay. Oh Mann, wir haben aber auch ein Pech in diesem Spiel. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, irgendwann muss ich geschnittene Folgen bringen. So lange, bis wir irgendwie mal was schaffen oder so. Toll. Ah, Mann, ey. Ah, Mann. Was fehlt uns denn alles noch? Das Danger Zone Achievement. Es fehlen nur noch 7 Achievements. Das Danger Zone Achievement ist ja, ne? Einfach das, was ich die ganze Zeit versuche. So die ganzen Sachen kaputt kriegen, genau. Kuckucksnest. Also Madhouse. Alle verrückt machen. Das kann man halt beides zusammen in einem schaffen eigentlich. Gut, Dead Hand ist halt in jedem Modus auf Zabomba gewinnen. Das können wir auch hinkriegen. No Stone Unturned. Das wird noch übel schwer. Und Liberation, Rescue Someone from the Bandits. Wird übel schwer werden. Weil wir müssen halt warten, bis irgendwer entführt wird. Und den müssen wir dann irgendwie durch irgendein Event, was zufälligerweise zu so und so einer Prozentzahl auftaucht. Dadurch müssen wir den dann retten. Das ist übel schwer. Ich glaube auch mit den Zwillingen zusammen. Ich weiß es nicht genau. Ja, No Stone Unturned. Da müssen wir halt diese ganzen Events bekommen. Wie der Safe hinter der Wand. Oder unter uns
dieser Weinkeller oder so, das müssen wir halt alles erkunden. Dann Tora Tora, das kann ich offscreen machen, da müssen wir halt 1337, also 1337 Gegenstände rammen. Und Konrad-Style, 111 Tage überleben, das wird auch noch übel schwer. Das sind noch Achievements, die wir brauchen, oh Mann. Das wird noch ein bisschen dauern, Leute. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.